Hier sehen Sie einen falsch montierten Riemenhalter auf einer Spannrolle. Dies ist der häufigste Fehler nach einer Neumontage eines Keilriemens. Der Halter schleift am Keilriemen. Hier sehen Sie die richtige Montage. Der seitliche Halter berührt niemals, egal in welcher Stellung der Riemenspanner sich bewegt oder steht, den Keilriemen. Der Keilriemen hat keine Berührung. Hier noch einmal die falsche Situation von oben. Hier noch einmal die richtige.